Donc, notre plateforme s'appelle Nanook, c'est la référence à Nanook Eskimo de Flaherty. Non, ça ne marche pas. Ah, voilà, c'est... Donc, École et Cinéma, c'est un projet national qui a aujourd'hui 24 ans. Le principe, c'est une classe va voir trois films au cinéma, en salle de cinéma, sur un parcours d'un an, et c'est une démarche volontaire de l'enseignant qui s'inscrit au projet. Ja, also guten Tag erst einmal, und unsere Plattform oder unser Format, möchte ich sagen, nennt sich Nanook, und es ist das Thema Schule und Kino. Das ist ein nationales Projekt, was heute zum heutigen Tage schon 24 Jahre alt ist. Und wir gehen in die Klassen, und eine Klasse schaut drei Filme im Laufe eines Schuljahres an. Je vous ai mis les chiffres. L'année dernière, on a dépassé le million d'élèves qui participent au projet. C'est le résultat de 25 ans de travail. Bien sûr. Also ich habe Ihnen hier einmal das Zahlenmaterial aufgezeigt. Wir haben im letzten Jahr, sind wir ja nun über 1 Million Schüler haben wir gehabt, die also in diese Filme gegangen sind, und das Ergebnis von einer langen Arbeit, nämlich 24 Jahre. Et il est important économiquement que notre projet génère aussi 2 300 000 entrées au cinéma. Ja, danke. Ich bin halt nicht größer. Und ich möchte also sagen, dass es auch einen wirtschaftlichen Aspekt aufweist, denn viele Menschen sind viel mehr ins Kino gegangen. Sie haben gesehen, über 2.388.000, und das ist ja auch eine ganz bedeutende Sache. Passons à la dimension pédagogique. Alors, voilà, quelques. Pour vous situer, c'est des films du catalogue. Tous les pays, toutes les époques. Jetzt gehen wir zur pädagogischen Dimension über. Sie sehen, das sind die Filme, die aus unserem Katalog stammen. Wir haben also alle verschiedene Filmarten und verschiedene Epochen. Alors, le matériel pédagogique. Pendant 20 ans, voilà le matériel pédagogique que nous proposions aux enseignants. C'était des livrets, on les appelle les cahiers de notes. C'est à la fois des cahiers du cinéma, des cahiers où l'enseignant, enfin des cahiers d'enseignants, et ils étaient distribués donc en milliers d'exemplaires qui étaient chaque année et réédité pour chaque enseignant, et chaque enseignant recevait un cahier pour chacun des films qu'il allait voir, donc il recevait 3 cahiers par an. Ja, jetzt komme ich zum Aspekt des pädagogischen Materials. Sie haben gerade gesehen, wie wir das vor 20 Jahren praktiziert haben. Das sind gewissermaßen Notizbücher, die erstellt worden sind. Und jeder Lehrer hat also ein solches Notizbuch bekommen. Diese Notizbücher sind in Millionen von Exemplaren verteilt worden. Und jeder Lehrer hat also dann, nachdem er 3 Filme im Jahr behandelt hat, wurden ihm 3 solcher Notizbücher zur Verfügung gestellt. Sur le terrain, un relais pédagogique existe à l'échelle départementale pour appliquer les pistes d'éducation au cinéma que nous inventons et que nous proposons dans ces cahiers. Et ce réseau des personnes qui sont formateurs aux côtés des enseignants sur le terrain constitue les adhérents et militants de notre association, ce sont les enfants de cinéma.
Ja, ich möchte also sagen, dass wir gewissermaßen vor Ort also einen pädagogischen Stützpunkt, ein pädagogisches Relais haben auf Departement-Ebene in Frankreich. Das sind also die, die in den Departements eben die zuständigen Stellen, die für die Schulbildung verantwortlich sind. Und deswegen werden diese pädagogischen Wege oder diese pädagogischen Pisten erstellt. Und wir werden also dann dieses Netz von Personen, die eben in der Ausbildung tätig sind, die auch auf der Filmbildungsseite tätig sind, das sind also diejenigen, die gewissermaßen die militanten Personen für unseren Verein sind. Das sind les enfants du cinéma, also die Kinder des Kinos. Alors, les livrets enseignants sur support papier se voulaient sérieux, fiables, documentés. Un document quasi scientifique est systématiquement vérifié sur les cinéastes, sur les œuvres choisies. Ce sont de vrais, de vrais livres de cinéma. Avec l'essor du numérique, nos financeurs, c'est-à-dire l'État français, le ministère de la Culture, le CNC, nous ont demandé de mettre ces livrets à disposition sur Internet et répondant aussi à un autre mouvement du côté de l'éducation nationale qui était l'avènement de l'école du numérique. Es ist also so, dass diese Notizbücher, die den Lehrern, dem Lehrpersonal zur Verfügung gestellt worden sind, die gab es ja in Papierform. Die waren also sehr ernsthaft, sie waren zuverlässig, wunderbar dokumentiert und der Inhalt war gewissermaßen wissenschaftlich und systematisch immer wieder überprüft von allen Filmschaffenden. Das sind also wirklich echte Filmbücher und es ist unser Ministerium hat uns also gebeten, nun diese im Zuge des Aufschwungs des Internets hat unser Ministerium uns gebeten, gewissermaßen die digitale Schule auch zu schaffen. Nous avons d'abord résisté à cette poussée pour se donner le temps de réfléchir à l'outil idéal que l'on voulait mettre sur Internet pour les enseignants. Avec une excuse de taille, il fallait déjà, avant que toutes les salles de cinéma réussissent leur mutation de la projection 35 mm au numérique, chaque chose en son temps, car sans les salles où voir les films, il n'y a plus de projet école et cinéma. Ja, wir haben also diese Aufforderung von Seiten des Ministeriums erst ein wenig widerstanden, weil wir haben also gedacht, wir müssten erst mal ein wenig Zeit finden, um über diese ganzen Dinge nachzudenken. Denn wir hatten eine wunderbare Entschuldigung. Bevor wir das überhaupt verwirklichen konnten, musste man gewissermaßen alle Filmtheater dazu bringen, sich umzustellen von der Projektion der Filme 35 Millimeter auf die digitale Ausstrahlung. Und da haben wir halt gesagt, naja, also alle Dinge kommen dann zu ihrer Zeit, aber wir wollen also dann diese, wir wollen das zwar schaffen, aber wir wollen uns Zeit nehmen. Donc, Decision de créer une plateforme. Avec une idée nouvelle, faire de la plateforme un espace de travail pour l'enseignant sur le film. Le film, il le voit au cinéma avec ses élèves, mais il doit avoir un espace pour travailler pédagogiquement, préparer sa classe et pour travailler sur le film. Et permettre de relier les films entre eux. Bérangère va vous détailler tout ça. La plateforme est aussi une encyclopédie de tous nos textes visuels, idées pensées rassemblées en 25 ans de travail de notre association sur la centaine de films qui constituent notre catalogue.
Dann haben wir die Entscheidung getroffen, diese Plattform, also dieses Format zu schaffen. Und wir haben aber da eine neue Idee entwickelt, denn wir haben aus diesem Format gewissermaßen für denjenigen, der lehrend auf diesem Filmsektor tätig ist, einen Arbeitsraum zu schaffen. Er geht eben ins Kino, dann braucht er aber einen Arbeitsraum, um die Dinge pädagogisch zu verarbeiten und für seine Schüler vorzubereiten. Es ist auch so, dass nun diese Plattform oder dieses Format auch gewissermaßen eine lexikalische Funktion hat, denn wir haben ja alle unsere Texte, unsere visuellen Eindrücke, die Ideen, die Gedanken, die wir in 25 Jahren Arbeit zusammengestellt haben in unserem Verein, und da haben wir 100 Filme, die in unserem Katalog der Filme enthalten sind, und ich denke, Bérangère wird nachher darüber mehr sagen. Cette plateforme a été lancée en septembre 2016. Nous sommes en septembre 2018. Il y a maintenant 22 000 enseignants qui sont enregistrés et qui travaillent sur cette plateforme. Et Bérangère va vous expliquer comment ils travaillent. Also wir haben es geschafft, in den letzten Jahren unserer Arbeit in unserem Verein 22.000 Lehrkräfte da nun zur Mitgliedschaft zu bringen, und Bérangère wird Ihnen sicherlich jetzt noch mehr darüber sagen können. Bonjour, je vais essayer de faire vite, je vois que comment le temps passe. Très bien, donc comment dire, je vais vous proposer une visite de Nanook en insistant donc sur les pistes pédagogiques que les enseignants peuvent mettre en place dans leur classe. Voilà, ici vous voyez la page d'accueil de Nanook. Et quand on propose cette page d'accueil aux élèves, on a tout de suite des yeux qui s'écarquillent, des « Oh, regarde, on voit E.T., on voit Caraba, la sorcière de Kirikou, on voit King Kong ». Et je suis sûre que c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est-à-dire d'essayer de retrouver le titre des films que vous voyez sur l'écran. So, jetzt werde ich mich ganz schrecklich beeilen müssen, aber Olivier hat schon gesagt, wir werden halt hinterher ein bisschen schneller essen. Gut, also auf dieser ersten Seite sehen Sie also die Begrüßungsseite von Nanook, und ich möchte Ihnen jetzt vorschlagen, mal dieses Nanook-Format gemeinsam zu besichtigen und Ihnen auch Ihre Aufmerksamkeit auf die pädagogischen Möglichkeiten dieses Formats zu lenken. Wenn man das zum allerersten Mal den Schülern also diese erste Seite vorlegt, egal welches Alter die Schüler haben, dann sieht man gleich, dass die Kinder die Augen aufreißen und sagen, Mensch, guck mal hier, E.T., Caraba, die Hexe von Kirikou, King Kong und so weiter. Ich bin sicher, dass Sie gerade auch dabei sind, so etwas zu machen, und Sie werden sicherlich auch überlegen, welchen Film Sie schon irgendwo gesehen haben und was Sie entdecken können. Alors, travailler avec ces pictogrammes, c'est vraiment important. Tout d'abord, on vient de le voir, hein, parce que ça fait tout de suite un lien entre la plateforme et entre les élèves, mais aussi parce que pour les élèves, ça permet de synthétiser le titre d'un film, voire son propos, en une image. On connaît tous l'expression « une image vaut mille mots », et il est très intéressant de travailler ce résumé avec les élèves en classe. Ich denke, dass es ausgesprochen wichtig ist, mit diesen Piktogrammen, also mit diesen bildlichen Darstellungen zu arbeiten, denn wir haben sofort die Möglichkeit, einen sofortigen Austausch eben zwischen dem Anschauen und den Schülern herzustellen. Die Schüler schaffen es sofort, die Dinge zusammenzufassen, und das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, und Sie kennen ja alle das Sprichwort, ein Bild ist mehr wert als 1000 Worte. Alors voici quelques activités donc, que je vais très très légèrement développer. Par exemple, on a travaillé, donc là il s'agissait d'un travail d'appariement avec des élèves de 7 ans. Ils avaient donc les pictogrammes des films proposés par Nanook, les titres des films, et ils devaient les relier l'un avec l'autre.
ils devaient aussi évidemment justifier leur point de vue. Donc là, on travaille la lecture d'un court texte, hein, la lecture du titre, on travaille la compréhension de l'image, la compréhension d'un texte, aussi court soit-il, et puis il va falloir ensuite que les élèves trouvent les mots pour justifier, argumenter leurs propos. Ja, die allererste Arbeit, die ich hier ganz schnell vorstellen werde, ist, dass wir gewissermaßen ein Spiel spielen, wo wir paarweise Zusammenstellungen ermöglichen. Die Schüler sehen die Piktogramme und sie sehen eine Liste der Filmtitel und dann müssen sie den Titel finden und müssen das eben zusammenstellen. Ich sagte gerade, dass wir mit Schülern im Alter von 7 Jahren diese Arbeit getan haben und hier arbeiten wir. Wir lesen einen kurzen Text und es ist auch wichtig, sowohl das Bild als auch das Textverständnis zu haben und dann müssen die Schüler eben auch es formulieren und einen Standpunkt entwickeln und ihre persönliche Auswahl zu rechtfertigen. Alors ici, une autre façon de travailler avec ces pictogrammes, il s'agit de demander aux élèves de proposer un titre à partir du pictogramme du film qu'ils vont aller voir. Ici, les 400 coups, donc on a ce pictogramme-là, quel titre on va pouvoir donner à ce film? Il va falloir que les élèves imaginent, argumentent, fassent des choix. Et j'ai mis à côté le travail de François Truffaut hein, sur les films Les 400 coups, où lui aussi avait noté énormément de titres, hein, avait fait ce travail qu'on demande aux élèves pour réussir à trouver le film qui va le plus parler, Les 400 coups. Jetzt auf unserem nächsten Schaubild sehen wir, dass wir die Schüler darum bitten oder auffordern, einen Titel für einen Film vorzuschlagen. Und sie werden eine Auswahl treffen müssen. Sie müssen auch dann ihre Ideen in einigen Worten wieder zusammenfassen. Sie sehen hier les 400 coups, also 400 Schläge. Da kommen wir sofort auf François Truffaut zu sprechen und auf der rechten Seite dieses Schaubildes sehen Sie die Arbeit, die Truffaut gemacht hat. Er hat nämlich auch diese Auswahl getroffen für den Titel des Films. Voilà, toujours en travaillant le pictogramme, mais en partant des titres des films, demander là le travail, donc ça c'était avec des élèves de 9 ans, 8-9 ans, demander aux élèves d'imaginer le pictogramme qui aurait pu être proposé sur la plateforme Nanook si ça n'avait pas été Olivier Douzou qui l'avait fait. Et voilà le travail. Donc, c'est-à-dire qu'avec seulement le titre, les élèves vont devoir refaire un pictogramme. Et là encore, il va falloir réfléchir avec les élèves sur ce qu'est vraiment un titre. C'est-à-dire, le titre, il doit susciter la curiosité, il doit laisser planer le mystère, il doit donner envie d'en savoir plus. Enfin bref, il doit attirer le spectateur sans dévoiler énormément. Mais à partir de ce texte, on peut essayer d'imaginer, hein, d'extrapoler, d'imaginer quel va être le pictogramme. Voilà, donc là, c'était le travail des élèves et après on a associé le pictogramme proposé par Nanook et on voit que, par exemple, ici, c'est assez proche. Ja, wir haben also noch eine andere Vorgehensweise. Wir werden also stützen auf den Titel des Films, den die Schüler ansehen werden. Und sie müssen dann das richtige Piktogramm finden und sie müssen es gegebenenfalls auch zeichnen. Denn ich denke, es ist unsere Aufgabe, in diesem Zusammenhang bei den Kindern die Neugier zu wecken, andererseits auch wiederum das Geheimnis des Films im Raum stehen zu lassen und ihnen Lust darauf machen, noch mehr darüber zu wissen. Alors on passe à la mise en réseau des œuvres en général et c'est là vraiment le cœur et l'intérêt de Nanook parce qu'on a tous conscience que la mise en réseau d'œuvres artistiques, quels que soient les domaines hein, appartenant accolés aux œuvres, c'est vraiment un moyen privilégié de construire une culture artistique. L'œuvre ne peut prendre racine qu'à partir d'une mémoire culturelle spécifique de chaque enfant. D'où l'intérêt de construire une culture au sein de la classe et pouvoir ensuite après interroger les différentes œuvres.
Les mises en relation, les comparaisons, hein, à force de pratique, à force de rencontres, vont devenir plus précises, elles vont s'affiner, puis s'éclairer mutuellement. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Schaubild und hier sprechen wir von der Arbeit der Vernetzung. Und diese Vernetzung ist gewissermaßen eines der Herzstücke unserer Arbeit. Es ist uns ja ganz klar, dass wenn man also diese Vernetzung, die künstlerische Vernetzung vornimmt, egal auf welchem Gebiet, ist es immer ein privilegiertes Mittel, eine künstlerische Kultur zu schaffen. Denn das Werk kann nur Wurzel schlagen, wenn jedes Kind sein spezifisches kulturelles Gedächtnis hat und entwickelt. Daher kommen wir dann dazu, dass wir eine gemeinsame Kultur schaffen in der Klasse und dass man eben auch nun sich gegenseitig austauscht. Diese Verbindungen, diese Vergleiche, wenn man sie praktiziert, werden, je länger man sie praktiziert und wenn man darüber diskutiert, und sich trifft, werden sie präziser und zutreffender. Donc, petit à petit, les élèves, hein, en comparant certains films avec d'autres œuvres artistiques, vont pouvoir repérer la présence de personnages qu'ils ont vus ailleurs dans d'autres œuvres, comme le méchant, l'ogre, les personnages titres le loup, le monstre, etc. Ils vont retrouver aussi une similitude au niveau de la structure narrative, par exemple avec l'étude du conte, qu'on fait beaucoup en littérature. Ils vont retrouver des thèmes récurrents, mais aussi la photographie, les techniques plastiques. Et puis, évidemment, parce qu'on est quand même sur le cinéma, hein, différents procédés cinématographiques identiques, le regard caméra, le plan séquence, le ralenti. Ja, es ist also dann unsere Aufgabe, die Kinder darauf heranzuführen, dass sie die verschiedenen Elemente eines einzelnen Films auch vergleichen können. Sie werden sofort feststellen, dass sie eine typische Person erkennen werden. Also das ist jetzt der große böse Wolf sozusagen, das Walross, das Ungeheuer. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie auch die sich darüber im Klaren sind, wie nun die Struktur der Erzählung ist. Es wird ja hier auch daran erinnert, wie eben nun in der Literatur der Erzählstil ist. Es gibt immer sich wiederholende Themen. Wir haben die Fotografie und wir haben die verschiedenen Techniken, auch Filmverfahren, wie die Einstellung der Kamera, die ersten Sequenzen und eben auch, wenn verlangsamt gefilmt wird. Donc dans Nanook, pour cette mise en réseau, on a plusieurs entrées, les motifs, les ricochets et l'étoilement, trois items que l'on va détailler rapidement avec des exemples. Wir haben also jetzt hier drei Elemente, das sind die Motive, ja, die Ricochet, das muss ich kurz erklären. Ricochet ist, wenn Sie einen Kieselstein nehmen und auf dem Wasser eben halt, dass dieser Kieselstein flach auf dem Wasser mehrere Stationen nun durchläuft. Das ist aber, dann kann man sagen, dass wenn ein Ereignis ins andere eingreift. Und Etoilement ist etwas, was also nun eine sternförmige Ausbildung oder die Form eine sternförmige Ausbildung ist. Oui, on peut dire ça. Donc par exemple, si on va sur les motifs de Nanook, hein, on voit en haut à droite le pictogramme qui représente ces motifs, on voit que dans Nanook, on peut travailler autour de différents thèmes comme la peur, le corps, le décor, etc. Si on clique sur les émotions, on peut travailler autour du coup de foudre, par exemple, et retrouver différents extraits qui vont parler du coup de foudre aux élèves. Ja, das ist also, wenn wir hier nun mit den Motiven arbeiten, wenn Sie da nun auf eine, wenn Sie beispielsweise auf Emotion oder auf Coup de Foudre, das ist also sozusagen, dass man sich ganz plötzlich verliebt, da klickt man drauf und dann kommt und dann sehen Sie also diese sternförmige weitere Ausbildung.
Voilà. Et là, en cliquant donc sur les bulles, les enseignants et les élèves, bien sûr, peuvent retrouver des extraits issus des films proposés par Nanook. Où étiez-vous là? Parce que je suis là. Voilà. Parce que je, excusez-moi, je suis. Ich habe mal gerade meine Blätter hier verwackelt. Stunden später werden wir das finden. Voilà, c'était le diapo. Bon, il faut que je. Entschuldigung. Oui, oui, oui. Voilà. Donc là, on a Édouard Romain d'Argent, Little Bird. Sie sehen also die, Sie sehen also hier die verschiedenen Titel. Okay. Alors, je vous propose pour aller un petit peu plus dans les détails de prendre comme fil conducteur, comme film conducteur, le film de Jean-François Laguioni qui s'appelle Le Tableau. Wir nehmen also jetzt den Film von Jean-François Laguioni, Le Tableau. Le Tableau. Le Tableau, das Bild. Si on veut travailler sur la première séance de ce film, on peut travailler dans les motifs Nanook avec le regard caméra. Et là, les élèves vont pouvoir, et les professeurs vont pouvoir se retrouver encore une fois sur cet étoilement qui va permettre aux élèves de retrouver ce qu'est un regard caméra. Est-ce qu'ils l'ont déjà rencontré dans d'autres films ou est-ce qu'ils pourront le rencontrer dans d'autres films? Also wir sehen also hier, dass, dass die Lehrer und auch die Schüler wenn, sehen dann die Kameraeinstellung und sie können genau erkennen, wie also dann diese sternförmige, diese sternförmige Ausbildung ist. Alors un travail aussi qu'on peut proposer aux élèves, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire leur proposer ces différents extraits, ici donc il y en aurait cinq, et leur demander ce qu'ils ont en commun. Leur demander quel est leur ressenti par rapport à ces extraits. Wir können auch andersrum vorgehen und wir können also nun den Schülern sagen, gut, sie haben hier also diese fünf, diese fünf oder sechs verschiedenen Aspekte und dann werden die Schüler gefragt, ob nun welche Gemeinsamkeiten zwischen diesen verschiedenen einzelnen Elementen bestehen. Alors, si on revient sur notre film Le Tableau de Jean-François Laguioni, on a un autre travail à faire avec les ricochets. Cette fois, vous voyez l'icône en haut à droite. Il suffit de choisir une image, un photogramme du film, et puis en cliquant, on a un ricochet. C'est-à-dire une image, une reproduction artistique qui va se rapprocher du pictogramme proposé. Ich komme jetzt wieder zu meinem Film Le Tableau, also das Bild zurück und dann kommen wir hier auf diese Ricochets, also auf diese Serien oder diese Ereignisse, die ineinander greifen. Und dann sehen Sie, wie das also hier vorgeht, vor sich geht. Wenn man also auf ein solches Bild klickt, dann sieht man eben, wie es sich weiterentwickelt. On va pouvoir alors travailler cette mise en réseau qui est proposée par Nanook, donc voilà, en plus gros plan. On va pouvoir travailler sur une artiste, Penelope Umbrico. Wir können also hier im Rahmen dieser Vernetzung, können wir, bietet uns Nanook eben halt auch die Möglichkeit, hier weiterzugehen. Dann kommen wir zu einer Künstlerin, die Penelope Umbrico heißt. Sur une technique, donc une artiste, une technique, l'accumulation, donc peut-être le travail de Takashi Kawamata ou du sculpteur Armand. Wir kommen also hier beispielsweise, wenn wir die Technik der Anhäufung oder Akkumulierung haben, da sehen wir nun auf der linken Seite die Arbeit des Künstlers Tadashi Kawamata und auf der rechten Seite die Arbeit des Bildhauers Armand. Mais aussi d'un thème. Par exemple, le coucher de soleil en proposant différentes œuvres de différentes époques aux élèves. Oder wir kommen hier auf ein Thema, wie beispielsweise ein allgemeines Thema der Sonnenuntergang, den Sie also hier verschiedene Bilder und aus verschiedenen Zeiten sehen. Et voilà un travail réalisé là avec des élèves de 8, 9 ans.
en prenant certains photogrammes du film de Jean-François Laguillonni et en cherchant quelles étaient ses inspirations. On est aussi là dans la mise en réseau d'une œuvre. Jetzt, wenn Sie hier sehen, Sie die Ergebnisse der Arbeiten, die wir durchgeführt haben mit Schülern, die zwischen 8 und 9 Jahren alt waren. Die haben also mit diesen Fotogrammen gearbeitet und da kann man also feststellen, dass die Schüler eben sich damit beschäftigt haben, welches die Inspiration des Filmemachers gewesen ist. Alors, on retrouve aussi dans Nanook une cinémale. Avec une première séquence, des affiches, des photogrammes, le portfolio et la carte postale qu'on va essayer de décrire très vite et de voir ce qu'on peut faire avec. Ja, wir haben also jetzt hier sozusagen la Cinemal, das wäre sowas wie ein Filmkoffer, wo die verschiedensten Elemente drin sind. Also, quels sont les éléments qui dans la valise? Oui, c'est après, on va voir. Also gut, wir werden sehen, welches die Elemente sind, die dann in diesem Kinokoffer enthalten sind. Par exemple, ce travail sur l'affiche, qui est absolument indispensable de faire avant d'aller voir le film, va permettre aux élèves de les familiariser avec le film en lui-même, c'est-à-dire avec son ambiance. Ici, on imagine une ambiance de bord de mer, les personnages qu'on va possiblement pouvoir rencontrer, les lieux, les objets, les décors. Donc un travail aussi sur les champs lexicaux. Ça n'a rien de nouveau, ce travail sur les affiches, on le fait. Mais l'intérêt de Nanook, c'est de regrouper les affiches et donc de faciliter le travail des enseignants, ce qui est vraiment un point important. Also hier haben wir eine Arbeit, die wir mit den Filmplakaten leisten. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Bevor man ins Kino geht, muss man eben einfach schon einmal diese Filmplakate angesehen haben. Da sehen wir also hier, es gibt beispielsweise eine Stimmung, eine Meerlandschaft. Sie sehen schon Personen, die in den Filmen auftreten werden. Eigentlich ist das gar nichts Neues, das gibt es schon seit einer ganzen Zeit, aber Nanook beschäftigt sich doch da sehr stark damit, weil man eben die verschiedenen Elemente zusammenstellen und gruppieren kann. Et c'est la même chose pour les photogrammes, donc je ne vais pas développer tout ce qu'on peut faire avec les photogrammes, mais l'intérêt de Nanook, c'est qu'il y en a beaucoup proposé dans l'ordre chronologique pour pouvoir travailler ensuite avec les élèves. Also wir haben natürlich auch bei Nanook, sehen Sie, dass wir mit diesen Fotogrammen arbeiten. Die haben wir also hier in zeitlicher Reihenfolge aufgelistet und Sie sehen das, was die Schüler damit anfangen können. On retrouve aussi dans cette cinémale le portfolio, dans lequel, donc un portfolio avec beaucoup d'images. Là, on est encore sur à gauche les vacances de Monsieur Hulot et à droite le tableau. Des images qui vont permettre aux élèves de mieux rentrer dans le film, de rentrer en interaction et faire cette mise en réseau. Ja, es ist also so, dass wir hier auch in diesem das Portfolio in diesem Filmekoffer haben. Sie sehen also, wir arbeiten mit verschiedenen Bildern. Links sehen Sie noch Impressionen von den Ferien des Monsieur Hulot. Et puis quelque chose de vraiment important, alors on n'a pas du tout le temps de passer la première séquence, donc on va, j'imagine que cinéphile comme vous êtes, vous connaissez tous la première séquence de La Nuit du Chasseur, donc c'est un film que l'on propose, nous, à nos élèves à partir de 9 ans, mais évidemment, il faut les aider à rentrer dans ce film très, très difficile, donc en regardant cette première séquence, les élèves vont pouvoir parler des personnages principaux, de l'ambiance, hein, la musique qui crée une véritable tension et qui permet aux élèves de comprendre qu'il ne va pas s'agir d'un feel good movie, mais que ça va être compliqué. Partager les émotions entre les élèves de la classe quand on aperçoit les jambes de cette femme, donc de cette femme morte dans les escaliers. Ça va permettre de réguler un petit peu l'émotion et puis d'expliquer l'ellipse entre le meurtre de cette femme et puis le méchant. Gut. Tu es très vite.
Marius. Ja gut, es ist natürlich immer ganz von ganz besonders großer Bedeutung, dass man den ersten Ausschnitt eines Films, wenn man den sieht, Sie sind ja alle unglaublich bewandert auf diesem Sektor. Sie kennen sicherlich alle die erste Szene des Films La Nuit du Chasseur, also die Nacht des Jägers. Das kennen Sie alle, denke ich. Und ich meine, dass es aber für uns, also als Lehrpersonen, sehr, sehr schwierig ist, dass wir erst einmal die Schüler damit darauf einstimmen müssen. Die Schüler müssen erst einmal, sie hören ja die Musik, die schon eine Spannung erzeugt. Sie wissen, dass das eine sehr emotionale Sache sein wird und dass es bestimmt kein gemütlicher Film, also kein Good Movie sein wird, sondern wenn sie dann als nächstes die Beine der Frau sehen, die tot auf der Treppe liegt, dann werden sie sicherlich sofort eben halt verstehen, wo eben die Verbindung zwischen dieser Frau, die ermordet worden ist, und eben mit dem bösen Mörder, wo diese Verbindung ist. Pour finir, la carte postale que les élèves peuvent envoyer à qui ils veulent hein, au niveau des destinataires par internet et qui permet aux élèves de proposer leur avis, d'écrire ce qu'ils ont pensé du film, et en tant qu'enseignant on va pouvoir comme ça entamer une première approche de la critique cinématographique. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch zu dem Arbeitselement der Postkarte kommen. Wir geben unseren Schülern die Möglichkeit, eine Postkarte über Internet zu verschicken. Da werden wir den Schülern sofort schon einmal ermöglichen, vorzuschlagen, welches ihre Eindrücke von diesem Film gewesen sind, was sie darüber denken. Und da haben wir gewissermaßen auf diese Weise schon einen allerersten Schritt zur Filmkritik gemacht. Et vraiment pour finir, on retrouve ici les cahiers de notes sûrs, les cahiers de notes que vous a présenté Olivier tout à l'heure, qui sont maintenant numérisés avec exactement ce qu'on retrouvait à l'intérieur, mais qu'il est bien plus facile en tant qu'enseignant, pas forcément cinéphile, pardon, de retrouver les différents points. Jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu diesen Notizbüchern. Und Olivier hat ja schon über diese Notizbücher gesprochen. Nur als er darüber gesprochen hat, waren sie noch aus Papier und jetzt sind sie digitalisiert. Und das ist eben für die Lehrpersonen, für das Lehrpersonal einfacher, eben damit zurechtzukommen und diese verschiedenen Elemente zu verarbeiten. Olivier, Bérangère und Heidi, ihr habt eine super tolle Plattform. Ich glaube, dafür hat es sich gelohnt, dass wir ein bisschen überzogen haben. Ich will jetzt gar keine Fragen stellen. Ich möchte es gleich dem Publikum die Gelegenheit geben, zu fragen. Tine hat sich als erstes gemeldet. Ja, wenn ich jetzt gerade nochmal an die Vorschläge von Petra heute Morgen denke, inwiefern wir uns unter welche Kompetenzen mühsam versuchen, subversiv einzuordnen und gerade jetzt sehe, sozusagen mit welchem Selbstbewusstsein und welcher Selbstverständlichkeit in Frankreich sich meine Kolleginnen und Kollegen in die visuellen Künste natürlich zugehörig fühlen und wie leichtfüßig und kreativ die Methoden sind, dann werde ich auch wieder militant, muss ich sagen, genau wie die Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Departements. Ich werde militant und möchte einfach in der künstlerischen und kulturellen Bildung bleiben, ganz ehrlich. Zweite Sache, die ich aber noch fragen wollte, und auch da gibt es ja in Deutschland eine längere Diskussion zu dem Thema, die Filme, die ihr jetzt als Beispiele gezeigt habt, sind keine aktuellen Filme, sondern Filmerbe. Und da würde ich doch gerne mal hören, wie es euch gelingt, Lehrerinnen und Lehrer für Filmerbe zu begeistern. In Deutschland haben wir da eine große Diskussion, ja, Filmerbe. Genau. In Deutschland haben wir eine große Diskussion. Die Argumentation gegen das Filmerbe lautet normalerweise immer, Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich dafür nicht. Im Europäischen Jahr des kulturellen Erbes freue ich mich, die Frage stellen zu können. Wir haben uns jetzt vor, das ist gewissermaßen. Wie schafft es ihr? Ihr ist in Frankreich die Lehrerin und Lehrer für Filmerbe.
d'accord. Oui, j'ai l'impression. Comment dire, en France, on l'a déjà dit, je crois, tout à l'heure, le cinéma fait partie des programmes de l'école. C'est écrit dans les programmes. Ich habe ja schon gesagt vorher in meinen Ausführungen, dass in Frankreich das Kino oder der Film eben ein Teil des Programms ist, was in den Schulen gelehrt wird. Et que ce soit des films récents, des films du patrimoine, mais aussi des films européens ou de différentes parties du monde. On doit vraiment travailler sur tout. On a des films japonais de Ozu, on a des films américains, on a tout. Des films de Allée à Breu, de Le Garçon et le Monde, etc. Mais c'est presque une obligation pour les professeurs. Also bei uns in Frankreich ist es eben so, dass wir mit allen Filmkategorien arbeiten. Wir arbeiten mit neuen Filmen, wir arbeiten mit diesen Filmen aus dem Filmerbe, wir arbeiten mit europäischen Filmen, ja, mit Filmen aus der ganzen Welt, japanische Filme und amerikanische Filme. Je vais juste préciser que c'est aussi un travail volontairement, on l'a inscrit dans l'éducation artistique et dans l'histoire des arts. Mais ça reste quand même dans l'éducation une niche, c'est-à-dire que école et cinéma, les chiffres paraissent importants au niveau du volume de participants à Nanook, etc. Mais remis au nombre d'élèves et d'enseignants en France, on touche 20% seulement. Donc c'est quand même une niche éducative. Mais c'est une niche éducative dans laquelle on s'est vraiment déployé et aussi... c'est parce que on est très appuyé par par les distributeurs de films, enfin par toute la profession, parce que partant du patrimoine, on a un regard sur quels sont les films d'auteurs d'hier, d'aujourd'hui et peut-être de demain. C'est-à-dire qu'on a été les premiers à considérer que Miyazaki c'était du cinéma d'auteur et donc il devait être étudié comme un grand auteur du cinéma au moment où les films de Miyazaki étaient encore considérés comme étant juste un film d'animation pour le loisir. Ja, ich möchte doch noch einen kleinen Zusatz machen und es ist ganz, es ist, wir arbeiten natürlich, ist eine Arbeit, die sich nun auf der Filmbildung, auf dem künstlerischen Gebiet bewegt, aber wir wollen jetzt, wir haben natürlich hier ganz prima Zahlen vorgelegt, da haben Sie gesehen, dass Nanook, diese Statistiken, die sahen ja ganz toll aus, aber ich muss trotzdem gestehen, dass unser Sektor trotzdem nur eine Nische gewissermaßen nun besetzt. Wir, trotz dieser schönen Zahlen von Nanook, erreichen wir ja doch immer nur 20% der Schüler und der Lehrer. Das möchte ich also auf jeden Fall hinzufügen. Wir haben uns natürlich dieser Arbeit gewidmet und wir werden gestützt von den verschiedenen offiziellen Stellen und wir schauen eben, dass wir halt, dass wir eben auch wirklich über bedeutende Filme arbeiten können. Miyazaki, der japanische Filmemacher, der wurde ja am Anfang so angesehen, naja gut, der macht also irgendwie nur kleine Unterhaltungsfilmchen und mittlerweile konnten wir eben auch zeigen und beweisen, dass er das eben ein großer Filmemacher ist. Ich würde gerne nochmal vielleicht die Fragen sammeln. Wir sind schon sehr spät und das Mittagessen wartet schon. Wer möchte denn jetzt noch... Vielleicht zwei Fragen noch. Und dann würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht beim Mittagessen das fortführen. Jan. Und der Herr, ja. Vielleicht, vielleicht passen Sie einfach sehr relativ kurz und versuchen das dann beim Mittagessen ausführlicher zu besprechen. Okay, ich würde einfach, mich würde nur einmal ganz kurz die Funktionsweise der Materialien interessieren. Ist das jetzt sind das interaktive Materialien, wo die Schüler am Computer, also digital arbeiten, oder sind das Materialien, die dann ausgedruckt werden und in der Klasse dann behandelt werden? Alors, il n'y a pas de travail interactif avec les extraits proposés dans Nanook, parce que on veut garder, alors même si ce sont des extraits, on veut essayer de garder le côté culturel, le côté art du cinéma, même s'il se retrouve coupé. Après,
Support, oui. Après, ce travail, il va être fait par les enseignants à partir des supports proposés par Nanook, à partir des questionnements que l'on retrouve, et c'est aux professeurs, effectivement, de travailler pour proposer des activités aux élèves, notamment sur la mise en réseau. Pas interactif. Auf Ihre Frage heißt, dass wir keine interaktive Arbeit betreiben, wie Sie es eben angedeutet haben, sondern bei Nanook ist es eben so, dass wir auf jeden Fall den künstlerischen und kulturellen Aspekt aufrecht erhalten wollen. Das ist also ganz klar. Und später wird es auch dann die Aufgabe des Lehrers sein, im Rahmen eben der schulischen Bildung die Dinge zu vertiefen, aber nein, nicht interaktiv. Yes, maybe one. I have just one comment here. So I'm from the Belgian archive. I just want to say that I'm very glad that you linked cinema to other arts. For me, it's really crucial, and not only to media. And all the films that you've chosen are some of these films are really old, and some of these films were not meant for children. And you can take many examples, Chaplin, Aniki Bobo, Cat Sans Coup, etc. And I'm afraid to say that most of the films that are made now, I'll just take the example of Belgium, that are made for kids, so with that purpose, in 10 or in 20 years will be completely forgotten, because they are products made for children, and that's what you are doing here and relating. I don't like the word classics, but these films, you know, Vacances de Monsieur Hulot, are still there, and you show them 50 years later, and they still work. I don't think that films that are made for children today will still work in 10 years. So maybe that's also something we must think about, because we put a lot of money in these films, a lot of energy, but what will remain from these films in 10 years? I'm not sure that something will remain, in fact, but that's maybe pessimistic. I'm Belgian, so... Je crois que ça fait partie de notre travail de faire comprendre aux enseignants que un film, son sujet, son thème, son travail plastique ne vieillit pas, et que tout comme, je sais pas moi, les œuvres de Van Gogh ont je ne sais combien d'années, un film c'est aussi intéressant de l'utiliser, de l'étudier, de le montrer surtout aux enfants, voilà, quelle que soit son époque. Et je pense que c'est vraiment important, mais c'est vraiment à nous, enseignants, de faire passer ça aux élèves, parce que sinon, c'est vrai que c'est plus facile peut-être de montrer des films très récents, amusants, mais c'est pas ce que nous, on veut faire. Ja, also ganz so pessimistisch wäre ich also nicht. Ich möchte sagen, dass es doch auch die Arbeit eben der Lehrer ist, das Thema des Films zu nun vermitteln und auch die Schüler zum Verständnis zu bringen, dass ein wirklich guter Film eigentlich nicht altert. Wenn Sie jetzt auf die Gemälde eingehen, dann schauen Sie ein Bild von Van Gogh an. Das ist auch schon sehr alt oder hat immer noch Bedeutung, und ich denke mal, dass es also ganz, ganz wichtig ist, dass die Lehrer diesen Eindruck vermitteln, dass es wichtig ist, nicht nur neue, zeitgenössische, amüsante Filme zu zeigen, sondern eben auch das Filmerbe, also alte Filme zu zeigen. Ja, ich wollte eigentlich auch da nur eine Anmerkung zu dem Filmerbe machen, weil wir haben kein Problem damit, die deutschen Kinder zum Beispiel mit literarischem Erbe zu füttern und sie dazu zu zwingen, obwohl, was weiß ich, ein Faust oder ein Michael Kohlhaas von deren Gegenwart auch weit entfernt ist. Ich glaube aber dennoch, dass wir auch alte Filmästhetik vermitteln können, zum Beispiel, jetzt nur einfach mal ein Beispiel, Emil und die Detektive wurde dreimal verfilmt, drei verschiedene Zeiten, und eine sehr moderne Verfilmung, zu vergleichen zum Beispiel, wie verschiedene Szenen in verschiedenen Zeiten abgedreht wurden, kann auch das Auge öffnen für die Ästhetik, Filmästhetik vergangener Zeiten. Das war nur so eine Anmerkung dazu.